auch ein guter Teil deines Programms. Was ist der Druck, den Frauen mittlerweile haben? Ja, mittlerweile weiß ich, also ich kann ja nur von, wenn ich so überlege, in meiner Pubertät war das schon allein, dass ein anderes Mädchen da war, mit dem man sich verglichen hat, das war schon total schlimm, weil man gedacht hat, was ist mit meinem Körper los? Die ist ja ganz anders. Aber heutzutage, wie ich mir vorstelle, ich wäre heutzutage in der Pubertät, das ist so abgefahren, weil man ja heutzutage vergleichen sich ja die jungen Mädchen mit Plastikkörpern, mit unrealistischen Körpern. Man sieht ja nur noch Plastikbrüste im Fernsehen. Man sieht sowieso nur noch Brüste. Ich mache den Fernseher an, Brüste. Und wenn ich mal keine sehe, gehe ich ins Internet. Wieder Brüste. Man kann sie sich überall angucken. Ne? Früher waren ja die einzigen Nackten, die man gesehen hat, waren in der Bravo die, aber jetzt, heute überall. Ne? Und manchmal weiß er auch gar nicht, ob es jetzt, war das jetzt Brüste oder war das ein Hintern oder war das, keine Ahnung. Und mittlerweile, ich bin total, man ist so gesättigt. Ne? Von Titten gesättigt. Und manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, wirklich, ich sehe Michaela Schäfers Titten öfter als meine eigenen. Das stimmt was nicht. Ja. Überleg mal, so eine echte weibliche Brust, ne? Ganz echt, ohne Operation, ohne alles, die sieht man nicht mehr. Im Fernsehen nicht. Ne, stimmt. Nur noch in so Dokus bei Arte, wo so Naturvölker gefilmt werden. Da vielleicht. Ja. Aber ja. Sonst, also, wenn ich mir vorstelle, man wäre jetzt in der Pubertät, das wäre Riesendruck, klar. Ich hab mal überlegt, warum ich immer so schlecht in Mathe war. Aber ich glaube, ich habe einfach mit 13 nur noch darüber nachgedacht, ob mein Hintern fett ist, glaube ich. Da habe ich gar keine Zeit mehr gehabt, über Mathe nachzudenken. Ja. Aber diese Naturdokus sind doch völlig in Ordnung, finde ich. Ja, da gucken dann die Kinder halt hin und dann, guck mal, die armen Leute, die haben da nichts. Die haben kein Silikon, nicht. Die armen. Du bist ja jemand, der wirklich auch die ganz heißen Eisen anpackt, gerade in diesem Jahr gemacht hat, Caroline. Wir müssen jetzt mal kurz ernsthaft werden. Zum Beispiel Figur. Du bist auf Kardinal Meißner gestoßen, ja. Den Kölner Kardinal Meißner, ja. Für die Kollegen der Heute-Show. Ja. Und es kam zu einer Kollision, sagen wir mal. Ja, damals wurde gerade gesucht ein neuer Papst. Ja, genau. Und es kam zu einer Begegnung der sehr seltsamen, aber auch sehr, sehr komischen Art. Schauen Sie mal hier. Die Rolle der Frau in der katholischen Kirche soll gestärkt werden. Finde ich super. Ich habe gehört, es ist auch gerade eine Stelle frei geworden. Und auf die bewerbe ich mich jetzt als Päpstin. Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Man sagt immer, Frauen in geweihten Ämtern, das geht nicht, weil beim Abendmahl waren ja auch nur Aposteln dabei. Ja, aber wer hat das Abendmahl gekocht? Hallo? Wer hat nachher gespült? Jesus oder was? Können wir ganz kurz mit Ihnen sprechen? Ja, es kommt darauf, worüber Sie mit mir sprechen wollen. Ja, mich interessiert natürlich auch die Frage, die morgen diskutiert wird, die Rolle der Frau in Führungspositionen in der Kirche. Darüber rede ich jetzt noch gar nicht. Genau. Ich bin... Aber kann ich Ihnen vielleicht eine Bewerbung mitgeben? Ich würde mich gerne bewerben als Päpstin. Vielleicht können Sie das ja an den Vatikan weiterleiten. Da haben Sie nicht die Figur dazu. Da habe ich nicht die Figur dazu. Ich glaube, das würde mir super stehen. Ja, wir sind rausgeflogen, Olli. Ich glaube, damit ist meine Bewerbung abgewiesen. Eine offizielle Erklärung von Kardinal Meißner ist, ich habe nicht die Figur dazu. Ich habe es eigentlich schon immer gewusst, ich bin zu fett, um Papst zu sein. Gut, dafür fülle ich einen Dirndl aus. Damit zurück zu dir, Olli. Ich habe ein Riesentheater um dieses Ding, ne? Warum eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich hat er doch super cool reagiert. Er hat dann schön mir einen Spruch gedrückt und dann hier seine Bodyguards direkt drum. Aber da war eine Panik. Wir wollten ja eigentlich auf der Bischofskonferenz, da war ja der Aufhänger war, es wurde ja die Rolle der Frau in Führungspositionen in der Kirche diskutiert, was an sich ja schon absolut lächerlich ist, ne? Weil man darf da im Gemeindeamt irgendwie Fahrfeste organisieren, aber in geweihte Ämter darfst du natürlich nicht. Nee. Und da wollten wir dann eigentlich zu den Bischöfen. Und ich hatte so tolle Fragen, so in so einem Männerhaushalt, wer liegen da über nur stinkende Socken rum und so. Sowas wollte ich fragen, durften wir da aber nicht. Weil wir durften gar nichts fragen. Es durften nur Fragen zur Eucharistiefeier gestellt werden. Dann durften wir auch nur in die Bischofskonferenz, zu der Pressekonferenz. Also es war, als würden da Madonna, Robbie Williams und weiß ich nicht wer sitzen, ne? Die absoluten Heroes. Man durfte nichts fragen.
Und das Einzige eben nur zur Eucharistiefeier. Und dann war das eigentlich Zufall, dass wir dann nur mit dem Kardinal reden durften. Und die, also ich werde das nie vergessen, wie da war eine Journalistin, die hat dann die, eine Frage gestellt zu, wie das denn ist in der Kirche jetzt mit den geschiedenen Wiederverheirateten, ob die denn irgendwann dann heißes, mal wieder heißes Thema. An der Eucharistiefeier teilnehmen dürfen. Und wie die da reagiert haben, wie herablassend, so wirklich, als wären die die Könige der Welt. Ne? Das war so, das war echt, also mich hat das richtig angeekelt. Und man durfte... Wobei man sagen muss, da gibt es auch andere. Ne? Also gibt jetzt, in Köln mag das so gewesen sein, aber da gibt es ja mittlerweile durchaus sehr liberale Positionen. Also es ist jetzt nicht, ja, aber da ist nicht die sind nicht alle so, will ich damit sagen. Ja, ja, aber ja. Die Antwort, aber die da kam so. Vom ja. Zollitsch, war halt auch so, ja, es gibt auch andere schöne Sachen, die man in der Kirche machen kann. Ne? Man kann sich doch irgendwo anders auch arrangieren und engagieren, da kann man doch was machen. Und das war schon... Ich fand das schon heftig. Und man durfte halt nichts fragen, auch nichts zur Rolle der Frau in der Kirche durfte man auch nichts fragen, weil auch eine Woche vorher gerade die Geschichte war mit der vergewaltigten Frau in Köln, die von zwei katholischen Krankenhäusern abgewiesen wurde. Und das haben die so, also man durfte da, die hatten eine Riesenpanik, dass da irgendwas zugefragt wird. Man sieht ja auch direkt, ja. Der Pressetyp kommt direkt da rein. Ich dachte, wo bin ich denn hier? Das kann doch nicht wahr sein. Und so eine harmlose Frage. Ja. Ich will mich als Päpstin mit... Das ist ein Kindergartenwitz. Ja. Wirklich. Also wie kann man sich darüber so aufregen? Ist wahrscheinlich auch Unsicherheit. Und die Wahrheit ist, glaube ich, du bist einfach traurig, weil deine Figur halt nicht in Frage kommt. Absolut. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Wobei er, glaube ich, Figur gar nicht meinte, ne? Nee, ich glaube, er meinte natürlich irgendwie Statur oder Statur, ja. Format. 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 Sie haben doch gar nicht das Format, das Sie nicht eingefallen. Was auch ziemlich frech ist allerdings. Ne? Das stimmt. Woher will er das wissen? Das ist richtig. Und Papst kann ja im Grunde eigentlich jeder werden. Du musst nur katholisch, männlich und ledig sein. Du musst noch nicht mal Priester sein. Na, ledig? Tatsächlich schwierig. Ja. Wie, aber wo bewirbt man sich denn da? Ja, das beim lieben Gott natürlich. Wo denn sonst? Ja, aber wo muss man? Also so habe ich das zumindest in Erinnerung. Und du hast dich in diesem Jahr noch einmal mit der Kirche angelegt sozusagen. Da ging es um ein Video, das einen riesen Krawall ausgelöst hat. Warum? Ja. Na, ich habe dann ja schon gemerkt, dass die Kirche ein kleines Imageproblem hat, würde ich mal so sagen. Also in Köln, das ist meine Heimatstadt, glaube ich, ist ja eine erzkatholische Stadt, ist, glaube ich, das größte Erzbistum auch in Köln. Auch das reichste nebenbei. Das reichste auch, wir als Kölner wissen das. Genau. Und dieses Jahr, ich glaube, das ist 2013, sind ungefähr 300 Leute in die katholische Kirche eingetreten, aber 11.000 sind auch ausgetreten. Also der Trend geht, glaube ich, in eine sehr eindeutige Richtung. Und da haben wir gedacht, weil da waren so viele Sachen und auch seit diesem Fall mit den zwei katholischen Krankenhäusern in Köln, wo ich übrigens ab dem Moment wusste ich einfach, Jesus, so wie ich das verstanden habe, kann mit der Kirche, mit der katholischen Kirche nichts zu tun haben. Weil eine vergewaltigte Frau an zwei Krankenhäusern abzulehnen, da hat irgendjemand was gar nicht verstanden. Und da wusste ich, okay, es gibt ein Konzept. Das ist eine nachvollziehbare Haltung. Ist aber, glaube ich, vielen auch in der katholischen Kirche mittlerweile sehr, sehr peinlich, dass das so passiert ist. Und insofern ist es gut, dass man darüber spricht. Klar, ja. Aber meine Aufgabe ist dann ja eine andere. Den Finger in die Wunde zu legen, genau. Und auch die Satirikerin zu sein. Und du hast ja ein Video gemacht für eine Sendung des WDRs. Mhm, und genau. Wir schauen einmal ganz kurz rein. Die Idee war sozusagen, einen Rap zu machen. Was haben Rapper mit Jesus zu tun? Was würdest du sagen? Bling, bling. Also ich habe Jesus nur groß gemacht in dem Video, würde ich sagen. Also, ich finde, das kam hier sehr gut an. Sind alles Protestanten hier, ne? Deswegen sind auch fast in Hamburg. Aber welche Reaktion gab es denn darauf? Ja, es wurde ganz kontrovers diskutiert von allen möglichen Seiten. Aber was mich total überrascht hat, war, dass jeder negative Kommentar unter diesem Video war immer der gleiche Tenor, nämlich trau dich das doch erstmal beim Islam. Wo ich dachte, Moment mal, ich bin katholisch.
ich kack doch erstmal vor meine eigene Haustür, bevor ich bei anderen Leuten gucke. Also, und daraus entspannt sich so eine wirklich rassistische Diskussion, wo am Ende nur noch stand, geh doch dahin, wo du hergekommen bist. Also wirklich, da hat sich, weiß ich nicht, so ein Hass entladen. So mittelalterlich wurde. Aber woher kam der? Kam der auch von Seiten der Kirche? Weil die sind doch eigentlich Menschen, die sehr viel Humor haben, die auch über sich lachen können und die das entspannt abkönnen. Von der Kirche waren alle ganz entspannt. Ich habe ein Interview gelesen mit einem Priester, der gesagt hat, also Jesus hat schon so viel erduldet, da hält das auch noch aus, wenn die Caroline an ihm leckt. Es ging vor allen Dingen um diese kurze Szene, ne, wo zu sehen ist, dass du dieses Kreuz kurz in den Mund nimmst. Aber das, also ich sage jetzt, wir beide als Katholiken, hier sitzen ja noch mehr. Du bist evangelisch, gut. Aber als Christen, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall. Das war ja kein geweihtes Kreuz wahrscheinlich. Und insofern, sondern eher, das kam aus dem Kölner Karneval, so wie das ausgesehen hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, vor allem, was ich schockierend finde, wir regen uns darüber auf, diese Karikaturen, Mohammed-Karikaturen und die Reaktionen. Über die Reaktion. Genau. Und wenn wir aber selber auch so unentspannt, wir sagen ja immer, wir sind tolerant, wir haben da kein Problem mit. Aber das zeigt ja die Reaktion, dass es eben anders ist. Ja, ne? Bei uns gibt es sowas auch. Ja, ich habe katholische Extremisten kennengelernt. Mhm. Ja. Die es leider auch gibt, ja. Und wenn Religion so fundamentalistisch wird, wird es halt dann auch immer schwierig. Caroline, ansonsten, abgesehen von diesen kleinen Kollisionen, Kollateralschäden, wie auch immer, Ärger, großes, erfolgreiches Jahr für dich. Bist du mit deiner Tour unterwegs? Ja. Ja, Pussy Terror ist mein Programm. Comedy-Preis bekommen? Ja. Gut, ne? Besser geht nicht. Oder? Und eine Komödiantin, wie wir gerade gesehen haben, die sich auch Gedanken gemacht hat, so über das ganz Normale hinaus und in der Lage ist, die Dinge auch sehr reflektiert und differenziert zu sehen. Insofern herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung, Caroline. Und wir freuen uns über einen, der gesagt hat, ich komme jetzt auf jeden Fall noch mal bei euch vorbei, weil ich gebe bald nicht den Löffel, aber das Ruder ab.